Uns helfen die ewigen Gewalten, die die Ahnen die Götter genannt, das Erdenreich zu gestalten, im nordischen Glauben zu walten, sind wir in die Zeit gesandt. Wir tragen ein uraltes Zeichen, sein Sinn ist ewig und neu, dass die Götter die Hände uns reichen, dass vom Göttlichen niemals wir weichen, das macht uns so stark und so frei. Am Himmel steht es geschrieben, als Sternbild im nordischen All. Wir sind dieselben geblieben, im Glauben, im Hoffen und Lieben, die gleichen im Sieg und im Fall. Uns hält eine Rune verschworen, wir tragen ein heiliges Band. Nie geht der Kampf uns verloren, mit unseren Kindern geboren, strahlt nordischer Glaube ins Land. Lasst eine goldene Spur zurück. Wer hat den Satz gesagt? Einer, der gar nicht so weit von meinem Hause entfernt wohnt oder gewohnt hat, nämlich Gorch Fock. Ich wohne ja in Blankenese und ein paar Kilometer Luftlinie rüber über die Elbe ist Finkenwerder. Und Finkenwerder ist ja mal bekannt geworden, heute ist es industrialisiert, aber bekannt geworden durch Gorch Fock, durch so einen Roman Seefahrt ist Not. Und dieser Roman, viele werden von ihm gehört haben, viele werden den Namen zumindest kennen, wenige werden es vielleicht gelesen haben, aber dieser Roman ist ein Roman der Küste. Eine andere Verbindung gibt es also auch noch zu Gorch Fock und deswegen möchte ich einiges über ihn sagen, nicht viel. Dazu haben wir heute nicht die Zeit und das kann man auch nicht machen, aber er ist genauso in der Skagerrak-Schlacht gefallen wie ein Großonkel von mir. Also an der Küste, da hat man eben so Beziehungen, da geht das hin und her, wenn man da wohnt. Und Gorch Fock ist eben, wie gesagt, ein Dichter gewesen, den ich nicht nur deswegen geschätzt habe und immer im Gedächtnis behalten habe, weil er ein Dichter unserer Art war, sondern eben auch, weil da dieser örtliche Bezug war. Lass eine goldene Spur zurück, das stammt von ihm. Das war einer seiner Worte und man hätte so ohne weiteres nicht erwartet, aber es ist da ein eigener Menschenschlag in Finkenwerder aufgewachsen. Finkenwerder hat gelebt von der Fischerei und die Fischerei, die war ursprünglich mal durchaus ein einträgliches Geschäft. Man hat dort Bisaneber gehabt, man hat also auch andere Eber gehabt, einen Eber, die enorm schnell waren, die wie eine heutige Hochseejacht, also Rennen gelaufen sind. Und sie haben den Fischfang in Altona oder im Hamburger Hafen angelandet und haben davon gut leben können. Und dann kam die Industrialisierung, dann kamen plötzlich die Fischkutter, die eben unter Dampf fuhren, die nicht auf Segel angewiesen waren und die dann auch im Winter fischen konnten, im Winterfang anlandeten. Mit dem Erfolg natürlich, dass die Fischpreise sanken. Und mit dem weiteren Erfolg, dass die Finkenwerder Eber, die also noch mit Segeln ihren Kurs fahren mussten, ihren Fang einbringen mussten, dass diese Finkenwerder Eber auch im Winter auf See gehen mussten. Früher haben sie es nicht gemacht. Da war irgendwann im Oktober war Schluss und dann hat man bis zum Frühjahr hat man Ruhe gehabt, da hat man seine Netze geflickt, dann hat man den Eber neu geteert, da musste man nicht raus. Und dann ging es los, dass man im November, im Dezember, im Januar, im Februar rausfahren musste. Und wer dann die Nordsee kennt, nicht umsonst gibt es das Wort Nordsee, ist Mordsee, die ist dann höchst übel. Das muss man sich nicht so vorstellen, wenn man da im Wattenmeer sitzt also und dann im Sommer irgendwie da so einen schönen Urlaub macht auf Amrum oder Norderney oder so und das sieht alles so schön und friedlich aus. Das ist das eine. Es gibt eine ganz andere Nordsee, es gibt eben die Mordsee. Und wenn man sich dann vorstellt, dass das so kleine 15, 20 Meter lange Boote gewesen sind mit zwei, drei Mann Besatzung, die dann da die Orkane abwettern mussten, dann weiß man auch, was das Ergebnis war. Das Ergebnis war, und ich habe jetzt gerade so eine Verzeichnis der Finkenwerder Fischeber gesehen. Auf See geblieben dann, auf See geblieben dann, auf See geblieben dann. In den allermeisten Fällen ohne letztlich jemanden, der überlebt hat. Und auch in Gorch Focks Familie ist es so gewesen. Auch er stammt aus einer Fischerfamilie. Und auch da sind sie auf See geblieben, weil sie im Winter fischen mussten. Es ist auch mal einer im Sommer auf See geblieben, aber das war selten. Das war einer von 100. Aber jetzt ist es so, dass jeder zweite Eber versunken ist.
Nachher ist es sogar fast so gewesen, dass man sagen kann, 70% der Eber, die dann so um die Jahrhundertwende gefischt haben, die sind auf See geblieben. Und das war die Zeit, als Gorch Fock dann seinen Roman schrieb, der von einem Eber handelt, von einem Fischer handelt, der Schiffsführer war, von seiner Familie handelt und letztlich vom Kampf gegen das Meer, vom Kampf mit dem Meer, von den familiären Beziehungen und der dann also so endet, dass eben der alte Mewis, um den es geht, dass der also mit seinem Eber untergeht, aber der junge Mewis, der baut einen neuen. Das heißt, man sieht das Schicksal, ein Schicksal, was durchaus verhängnisvoll war damals, aber man stellt sich dem Schicksal, man wird jetzt nicht Pfeffersack, man sattelt nicht um, man wird nicht Kaufmann oder Krämer oder sonst was, das wird auch behandelt. Nein, man stellt sich dem. Ja? Man wird es irgendwie schaffen und man wird irgendwie durchkämpfen und man will sich durchsetzen. Das sind die Dinge, die diesen Roman beherrschen, der eben teilweise auch eine Autobiografie ist und wo dann die Schicksale der Finkenwerder Fischer einverwoben sind. Ein sehr eindrucksvolles Werk und weil es eben so auch autobiografische Züge hat, an uns sehr ansprechendes Werk. Aber das ist der eine Gorch Fock, das ist der, der also bekannt geworden ist. Es gibt einen anderen Gorch Fock, es gibt den Heiden Gorch Fock, der beispielsweise an jemanden geschrieben hat, der ihm gesagt hat, er sei Heide gewesen. Ne? Da hat er also dann ein schönes Sonnenzeichen drauf gemalt, hat gesagt, du bist Heide, das ist gut so, bleib so. Und in der Kusserowschen Neuauflage von Heimkehr zum Artglauben, da ist ja auch ein kleines Kapitel über Gorch Fock drin und da habe ich ein schönes Heidengedicht von ihm dann also auch reingesetzt. Das ist eben so, er, Gorch Fock, war Heide, er hat daraus auch gar kein Hehl gemacht und aus seinem heidnischen Denken heraus ist dann auch sein ganzer Roman zu verstehen und seine anderen Werke. Aber er hat ja noch anderes geschrieben und er hat dann immer so kleine Notizen geschrieben und hier was Versperrtes und da was Versperrtes und es gibt eben manche Sprüche von ihm, auch Aussprüche, die dann einfach zum Nachdenken anregen. Und das ist eben auch dieser Satz, lass eine goldene Spur zurück. Das ist ein Satz von ihm, irgendwo steht da, ein Satz, über den wir nachdenken können. Und ein weiterer ist, du kannst dein Leben nicht verlängern, noch verbreitern, du kannst es nur vertiefen, Freund. Du kannst dein Leben nicht verlängern, du kannst es nicht verbreitern, du kannst es nur vertiefen, Freund. Wir haben heute eine ganz andere Zeit. Wir haben heute eine Zeit, die auf Lebensverlängerung geht. Das ist eine Riesenindustrie. Niemand von uns will sterben. Und dann werden also jede Menge Mittelchen gefunden und es wird hier noch was gemacht und da noch was. Und dann gibt es Hormone und dann gibt es dies und jenes und Pillen und ein neues Herz gibt es und eine neue Niere gibt es und dies neu und jenes neu. Und irgendwann werden wir dann alle im Durchschnitt 100 und irgendwann vielleicht im Durchschnitt 110 oder 120. Das ist jedenfalls das Ziel. Man will da irgendwelche Alterungsgene analysieren und dann hat man gesagt, also wenn wir die endlich mal im Griff haben, dann werden wir alle 150. So. Und was Gorch Fock eben sagen, ich habe ja gar nichts dagegen, 150 zu werden. Also das soll man gar nicht sagen. Nur, was mache ich mit dem Leben? Das heißt also, wenn ich 150 Jahre lang lebe, um dann jeden Tag die Bildzeitung zu lesen, dann fragt sich das eben, ob es sich lohnt, so viel Geld auszugeben dafür, dass derjenige jetzt 150 Jahre lebt und dann die Bildzeitung also unterstützen kann, sodass durch den Geburtenschwund also nicht die Auflage der Bildzeitung sinkt. Ja? Also das ist dann eine Frage, die sich dann stellt. Oder stellt sich eine weitere Frage, ob dann also nun durch dieses lange Dinger dann also genug Deutsche da sind, um dann also so Containerserien zu gucken, so diese Schlüssellochgeschichten oder was für irgendwelche Leute da eingesperrt sind und man sie dann also bei allen ihren Verrichtungen beobachten kann, auf der Toilette oder sonst was. Ja, lohnt es sich, nun also jemandem, der also mit 80 daran Spaß hat, die Möglichkeit zu geben, dass auch mit 100 noch an solchen Serien Spaß haben kann. Ich merke schon, die Resonanz ist eindeutig. Wir haben da also eine etwas andere Meinung, eine Meinung, die also in diese Richtung von Gorch Fock, der eigentlich ja Kienau hieß, vom Geburtsnamen geht. Du kannst dein Leben nicht verlängern, noch verbreitern, du kannst es nur vertiefen, Freund. Wir Menschen sind doch ein eigenartiges Kraut. Wir wissen alle, dass wir einmal sterben müssen, aber keiner von uns mag länger als eine Minute daran denken oder gar darüber reden. Es kommt ja doch, wie es kommen soll und kommt immer noch früh genug, sagen die einen. Und es ist doch gerade gut, dass man es vorher gar nicht weiß, sagen die anderen. Doch bloß nicht immer wieder daran denken. Wir wissen alle, dass der Tod da vorne irgendwo am Wege steht und auf uns wartet. Vielleicht noch weit weg, vielleicht hinterm nächsten Berg.
Vielleicht aber schon hinterm nächsten Baum. Und wir wissen auch, dass bis jetzt noch keiner an ihm vorbeigekommen ist. Und dass auch von uns keiner an ihm vorbeikommen wird. Und doch gehen wir alle unseren Gang und unsere Straße genau so weiter und reden vom Leben und von Licht und von der Freude und von der Arbeit und sind wie kleine Jungs, die sich im Dunkeln durch ihr eigenes Singen und Lärmen Mut machen wollen. Wie Kinder, die bei jedem bösen Mann und bei jedem großen Hund denken, wenn ich nicht hinguck, kann er mir auch gar nichts tun, er sieht mich nämlich gar nicht. Und weil er mich nicht sieht, kann er mir nicht schaden. Wir wissen alle, dass wir nicht einen Schritt und nicht einen Tag zurück können und dass wir auch nicht stehen bleiben können. Unser Weg und unsere Zeit gehen unaufhaltsam weiter. Und doch wollen wir nicht glauben, wollen es nicht merken, dass wir immer näher an das Ende kommen. Wir reden uns immer wieder ein, wir könnten den Tod vor uns herschieben, weit von uns her. Und ganz im Geheimen hoffen wir sogar, wir könnten ihm da hinten dann vielleicht doch noch irgendwie durch die Lappen gehen. Viele Märchen gehen ja auch darum, und das zeigt, wie das das Volk auch früher schon beschäftigt hat, dass man dem Tod vielleicht ein Schnippchen schlägt, wenn er dann ankommt mit dem Stundenglas und der Hippe, und wie man dann vielleicht noch mit ihm ein bisschen falschen kann und ihn vielleicht noch ein bisschen betrügen kann oder was anderes anbieten kann. Alle diese Märchen zeigen, dass das also auch schon unsere Vorfahren nicht sehr gereizt hat, daran zu denken. Aber wir können ihm durch die Lappen gehen, das hat bis jetzt noch keiner fertiggebracht. Nein, aber einer wird ja doch vielleicht der Erste sein. Und wer weiß, es sind ja früher auch Wunder geschehen. Und da ich nun doch gerade, so von mir aus gesehen, der Mittelpunkt der Welt bin. Ja, Gefährten, das sind wir nun aber leider alle. Jeder von uns ist von sich aus gesehen der Mittelpunkt der Welt. Und fast jeder möchte gern dem Tod durch die Binsen gehen. Oder möchte ihn noch wenigstens noch lange, noch ganz lange vor sich herschieben. Keiner von uns will heute sterben. Nein, heute noch nicht. Ein ganzer Teil nicht. Vor lauter Freude und Glück, sie stehen alle mitten im Leben und mitten im Licht und mögen und können sich nicht davon trennen. Ein großer Teil nicht von der Arbeit. Und vor Verantwortung und Plänen. Alle haben etwas Großes vor und haben ein hohes Ziel. Das können sie doch nicht einfach aufgeben. Können doch nicht ihr Werkzeug hinlegen und Feierabend machen mitten am hellen Tag. Und ein großer Teil kann und mag nicht sterben von Neugierde, was morgen und übermorgen los sein wird. Und wie das dann alles so weitergeht mit dem Geschäft und überhaupt so mit der ganzen Technik und mit der Politik. Jeder hat einen anderen, einen ganz wichtigen Grund, warum er noch nicht ausscheiden und abtreten kann. Und jeder versucht es auf andere Art, sich gegen den Tod zu wehren oder an ihm vorbeizukommen. Ich denke da wieder an Armando Strohsal, an den kleinen Krämer, schreibt er hier bei uns am Deich. Sein Leben wäre ganz genau und ganz fest in den Sternen vorgezeichnet, sagt er immer. Und alle 4 Wochen fuhr er zur Stadt und ließ sich von einem halbstudierten Schicksalsforscher und Sterndeuter genau austüfteln und aufschreiben, welche Tage und Stunden für ihn im nächsten Monat kritisch und gefährlich wären. Und an diesen Tagen, es waren immer so 5 oder 6 ganz verschiedene Monate, ging Armando Strohsal nicht aus dem Hause und auch nicht in den Keller, und die Treppe war dunkel und steil. Die Treppe war nämlich dunkel und steil. Wenn die Fischer und Fahrensleute an solchen Tagen Teer oder Farbe oder Petroleum haben wollten, dann mussten sie entweder selbst in den Keller kriechen oder mussten warten, bis die kritischen Stunden vorbei waren. Wir sprachen und lachten viel über ihn am Deich, aber wir bewunderten und beneideten ihn auch, denn er war bald 60 Jahre alt und war noch niemals krank gewesen. Und was noch mehr sagen wollte, er wusste schon ganz genau im Voraus, wie alles bei ihm kommen würde. Er würde 98 Jahre und 4 Monate alt werden, sagt er. Und würde dann abends ohne Krankheit und Schmerzen einschlafen und würde am nächsten Morgen irgendwo als ein Baum, als eine junge Eiche wieder aufwachsen und weiterwachsen. Wir staunten sehr über diese Sicherheit und über diesen Glauben. Und da waren schon 4 oder 5 andere bei uns am Deich, sogar schon ein paar junge Frauen waren dabei. Die sprachen auch schon immer von Sternbildern und Schicksalslenkern und wollten auch schon zur Stadt und sich das aufschreiben lassen, wie das denn bei ihnen so wäre. Aber da wurde Mando Strohsal plötzlich krank und bekam schwere Lungenentzündung und war nach 10 Tagen tot. Und hat in der Zeit nicht einmal seinen kritischen Tag gehabt und war noch keine 60 Jahre alt. Mit den Sternen stimmt es also auch nicht immer.
Und mit dem Wahrsagen und mit dem Gesundbeten erst recht nicht. Der Tod steht doch irgendwo am Wege und sieht uns alle näher kommen, einen nach dem anderen, Schritt für Schritt. Auch dich, Kamerad, und er hebt auch bei dir nur eben die Hand, da ist es aus mit Freude und Arbeit und Neugier. Und du kannst dein Leben nicht verlängern, nicht einen Tag, nicht eine Stunde und kannst es auch nicht verbreitern nach den Seiten hin. Es gibt ja viele Menschen, die meinen, sie müssten alles mitmachen, müssen jedes Dorf und jedes Land selbst gesehen haben und jedes kleine Ereignis selbst miterlebt haben, müssen in jeden Streit und in jede Stänkerei ihre Nase hineinstecken, damit sie nur ja immer und über alles mitreden können. Und es gibt auch viele Leute, die meinen, sie müssen sich überall und bei allen Leuten bekannt und beliebt machen, durch lustige Lieder oder durch lose Worte, lautes Lachen. So wie der alte Julius Lüders bei uns, der war auch viel und weit in der Welt herumgekommen und hatte überall gesungen und gelacht und erzählt und bildete sich nun wirklich felsenfest ein, er wäre allerwärts auf der ganzen Welt bekannt und beliebt. Aber dann fiel er eines Abends in Cuxhaven von der Mole und ertrank. Und keiner vermisste oder suchte ihn. Und 3 Wochen später spülte die Flut ihn auf der anderen Seite der Elbmündung an den Deich und er wurde dort als unbekannter Tod auf dem Friedhof für Heimatlose beerdigt. Und hatte doch gemeint, er wäre auf der ganzen Welt bekannt wie ein bunter Hund. Nein, es ist doch so, wie Gorch Fock sagt, wir können unser Leben nur vertiefen. Und um es zu vertiefen, müssen wir wohl erst einmal richtig über uns und über unser Leben nachdenken. Vielleicht am besten, wenn wir uns in einer sternklaren Nacht draußen im Freien lang auf den Rücken legen und in die Sterne gucken. Hunderttausend Trillimillibillionen Stierns sit an Heben, also hunderte, tausende, Millionen Sterne sitzen am Himmel, sagen wir als Jungs immer. Der ganze Himmel sitzt voll, man kann kaum zwischendurch gucken. Viele von ihnen sind so weit weg, sagte unser Lehrer mal, dass ihr Licht 1000 Jahre gebraucht, um zu uns zu kommen. Und das Licht läuft in einer Sekunde 300.000 Kilometer. In einer Sekunde. Und dann, denkt euch mal, 1000 Jahre. Und dahinter geht es noch 100 und 1000 Mal so weit und geht immer weiter nach allen Seiten, nach oben und nach unten. Und hat überhaupt kein Ende. Keinen Anfang und kein Ende. Nein, wir können uns nicht ausdenken, wie groß die Welt ist und wie klein die Erde und wie winzig wenig wir selber sind. Und unsere Zeit und unser Leben, ja, guck mal, wenn wir 80 oder 90 Jahre alt werden, dann ist das vielleicht gerade so lange, wie das Licht von diesem Stern dort eben gebraucht, um hier auf unsere Erde zu scheinen. Ein Augenblinkern nur, mehr nicht. So kurz ist unser Leben. Aber, wie sagt Gorch Fock, ob wir lange oder kurz gelebt haben, das bleibt sich gleich. Der Kreis, unser Lebenskreis, ist immer geschlossen. Es kommt nur darauf an, wie wir diesen Kreis ausgefüllt haben. Ja, das ist es. Ausfüllen den Kreis. Bis an den Rand ausfüllen, mit dem Schönsten und Besten, mit allem, was wir haben und was wir können. Tue ich ja auch, denkt wohl mancher. Ich tue meine Pflicht, habe ich immer getan. Und mehr kann ich eben nicht machen. O Gefährte, wenn du weiter nichts tust als deine Pflicht, dann bist du ja nicht viel mehr als ein gutes Pferd oder als ein treuer Hofhund oder als eine Maschine. Damit, dass du deine Pflicht tust, im Beruf, in der Familie, in der Gemeinschaft, damit fängt ja dein Dienst und dein Streben erst an. Damit kannst du doch nicht aufhören, und mit dir zufrieden sein. Du musst doch über deinen Dienst und über deine Pflicht hinaus noch etwas mehr, noch etwas Besseres tun. Du möchtest doch gewiss auch gern etwas schaffen, was einen höheren und wenn es geht auch sogar einen bleibenden Wert hat. Du möchtest doch auch gern eine goldene Spur zurücklassen, wenn du aus dem Erdenhaus hinaus musst. Das Ziel des Lebens ist doch mehr als der Sarg, sagte Gorch Fock. Ja, der Meinung bist du natürlich auch, aber du weißt nicht, was und wo du anfangen sollst.
Auch da gibt Goldfock die Antwort. Fülle deine Stube und deinen Kreis so aus, wie Napoleon seine Reiche, und du stehst in Augenhöhe mit ihm. Ich wiederhole das nochmal. Fülle deine Stube und deinen Kreis so aus, wie Napoleon seine Reiche, und du stehst auf Augenhöhe mit ihm. In Augenhöhe mit Napoleon. Kamerad, fang an. Nicht erst morgen oder übermorgen, das könnte vielleicht schon zu spät sein. Nein, gleich heute. Jetzt, in dieser Stunde. Auf den Entschluss kommt es an. Zuerst mal das Leben frei machen von all seinen Fehlern und schlechten Stellen. Da ist eine Lücke. Ein Kamerad, ein Gefährte wartet seit Wochen auf ein klares, entscheidendes Wort von dir. Gib es ihm, gleich heute. Es könnte morgen keinen Wert mehr haben. Da ist ein Riss. Ein hässlicher Streit mit deinem Bruder. Um Kleinkram, um nichts. Geh hin zu ihm noch heute und gib ihm die Hand. Er freut sich. Mehr als du es verdient hast. Da liegt allerlei Gerümpel. Täglicher Ärger. Neid. Und Misstrauen. Und falscher Ehrgeiz. Räum es weg. Noch heute. Pack es an einen Haufen und steck es an, so wie wir das Sonnenwendfeuer mit dem alten Zeug, was wir hatten, gestern angesteckt haben. Das gibt ein Freudenfeuer und gibt einen ganz hellen Schein, bei dem du auch das letzte bisschen noch aufräumen kannst. Und wenn du alles glatt und schier und sauber hast und du hast noch ein paar Stunden oder ein paar Tage Zeit, denk immer an den nächsten Berg und an den nächsten Baum. Dann lass dein Leben noch einmal leuchten. So hell, wie es nur leuchten will. Fülle deinen Kreis aus mit Liebe und Licht, mit Freude. Nicht vor den Leuten, sondern nur vor dir und deinem Schicksal. Dann erst hast du dein Leben vertieft und hast mehr als deine Pflicht getan und kannst froh und frei deine Straße weiterwandern. Bis der Tod, Freund Hein, leise lächelnd die Hand hebt. Gefährte, ich freue mich über dich. Wer so ins Ziel hineingeht, der hat immer gesiegt, auch wenn er nicht der Erste geworden ist.